E-Bikes und Pedelecs werden immer beliebter. Doch sicheres Fahren erfordert auch Übung. Deshalb fand am Samstag ein Fahrsicherheitstraining beim Tübinger Landratsamt statt. Die Trainer Hartmut Bleich und Edmund Bornheim zeigten Interessierten alles, was bei einem sicheren Fahren beachtet werden muss. Angefangen bei technischen Grundlagen wie »Funktionieren meine Bremsen?« ging es weiter zu Übungen in einem Parcours. Hier war es wichtig zu lernen, beim Losfahren das Gleichgewicht zu behalten, sprich, das Lenkrad sollte gerade bleiben und nicht wackeln. Das Sicherheitstraining fand im Rahmen des Projekts Radspaß statt, das vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und vom Württembergischen Radsportverband ins Leben gerufen wurde, um mehr Spaß und Sicherheit beim Fahren ermöglichen zu können.